Klappmesser, auch Jackknife genannt, trainiert folgende Muskelgruppen. Die geraden Bauchmuskeln, den Hüftbeuger namens Iliopsoas und den geraden Muskel des Oberschenkels. Die unterstützende Muskulatur ist die Nackenmuskulatur und die übrige Haltemuskulatur. Und so funktioniert die Übung. Die Ausgangslage ist die Rückenlage mit gestreckten Beinen. Die Arme befinden sich auf Schulterhöhe und werden nach vorne gestreckt. Der Oberkörper und die Beine werden leicht angehoben. Und das war's mit der Ausgangslage. Nun werden gleichzeitig der Oberkörper und die Beine nach oben angehoben. Die Fingerspitzen und die Zehenspitzen sollten sich so nahe kommen wie möglich oder berühren und sich etwa in der Mitte des Weges treffen. Zu beachten: Der Rücken bleibt zu jedem Zeitpunkt gerade. Es wird kein Schwung genommen. Beine, Arme, Schulter und Kopf werden nicht abgelegt. Der ganze Körper bleibt während der Übung unter Spannung. Es erfordert Koordination, die Zehen und die Fingerspitzen am höchstmöglichen Punkt zu berühren.